Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Bodenkippe lernen könnt. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, das war die Bodenkippe. Viele von euch kennen das wahrscheinlich schon aus Filmen. Wenn da die Leute zu Boden gehen, springen die wieder zurück in die Standposition mit der Bodenkippe. Und das sieht dann einigermaßen cool aus, so kann man den Auftritt retten. Und die Übung ist auch gut für viele andere Übungen, zum Beispiel für den Handstandüberschlag. Für die Übung muss man einigermaßen sportlich sein, würde ich sagen. Man muss ein bisschen Kraft haben, auf die Technik kommt es an und auf Flexibilität. Und ich zeige euch mal, wie ihr das lernen könnt. Um die Technik zu lernen, hockt ihr euch so auf den Boden hin, dass ihr mit den Zehenspitzen den Boden berührt. Lasst euch nach hinten fallen und übt dann die Bodenkippe aus. Dabei lernt ihr den Schwung richtig einzusetzen und euch zur richtigen Zeit abzudrücken und mit den Beinen zu stoßen. Das sieht dann so aus. Das macht das Ganze deutlich einfacher und man lernt die Technik richtig. Der nächste Schritt wäre dann, sich hinzusetzen und das Ganze zu wiederholen. Und wenn man schließlich das kann, kann man sich mit dem Rücken auf den Boden legen. So, zum Thema Flexibilität. Wollte ich auch noch etwas sagen. Es ist gut, wenn ihr für die Übung eine Brücke könnt. Das hilft, das macht die Übung einfacher. Eine Brücke sieht folgendermaßen aus. Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Aber viele können das wahrscheinlich nicht, deswegen... Wenn ihr die Brücke lernen wollt, so habe ich angefangen, platziert ihr nicht die Hände hinter euch, sondern einfach euren Kopf. So. Das ist einfacher und dabei werden gleich die Nackenmuskeln mit trainiert. Ja, und das war's eigentlich schon. Damit könnt ihr die Übung lernen. Nochmal die Zusammenfassung. Ihr setzt euch hin, hockt euch hin, so wie ich jetzt, lasst euch nach hinten fallen, legt die Hände neben euren Kopf, drückt euch dann mit den Händen ab und mit den Beinen und zack steht ihr wieder. Das ist eine Übung, die dauert nicht lange, wenn man sie ausführt, aber es sind doch einige Schritte und das läuft nachher alles automatisch ab und um das richtig zu lernen, hockt ihr euch hin und lasst euch nach hinten fallen. Wenn ihr das könnt, macht ihr es im Sitzen. Und danach legt ihr euch hin und das sollte reichen. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte in die Kommentare. Das war's auch schon. Bis dann, Leute.